Sie würde interessieren, was also dein Lieblingsfilm ist, beziehungsweise welche Film- oder Serienempfehlungen du persönlich hast. Also es gibt zwei Filme, die mich nachhaltig beeindruckt haben. Witzigerweise auch beide Male derselbe Regisseur. Also es gibt ja tolle Klassiker, über die müssen wir gar nicht reden. Jetzt alte Hitchcock-Sachen oder Billy Wilder und so, da gibt es ja wirklich super Klassiker. Aber von den neueren Filmen war einmal hier Titanic, weil mich das einfach so berührt hat. Der ist toll gemacht und wenn man einfach im Kopf hat, dass das wirklich mehr oder weniger so passiert ist, es war alles nachgestellt, aber so viele Menschen sind ja damals da in diesem eiskalten Meerwasser da ertrunken und diese ganzen Schicksale, auch die erfundenen Geschichte jetzt mit den Hauptfiguren, darum geht es ja nicht, aber Hat er die auch viele ganze Preise bekommen, der Dramatik von Film. diesem Unglück selber, die hat mich dann so berührt und es war auch so toll umgesetzt. Dann die Bilder, wo das Schiff dann sinkt, was ja der Hauptteil des Schlusses, der Hauptteil des Filmes ist. Der Kapitän, der gesagt hat, ich bleibe bis zum Schluss, nicht an seinem Steuerrad da. Oder dann eben auch in den unteren Kabinen, wo also das einfache Fußvolk, die Billenkabinen waren. Da wurden ja Gitter runtergelassen, die hatten gar keine Chance rauszukommen, weil ja zu wenig Rettungsboote da waren. Ja, da hat die Mutter dann mit ihren Kindern da auf dem Bett gelegen und da haben die ihn festgehalten und umarmt und so, die sind zusammen in den Tod gegangen. Oder auch so ein altes Ehepaar, die auf dem Bett liegen, die sich dann Sage, du nochmal so an erzählst die es aber auch Hand immer so nehmen. dramatisch, jetzt Ich will nur sagen, ja, bitte. das hat mich so berührt. Ich habe den mehrfach gesehen im Kino, bin immer wieder rein, habe den auch in der Originalfassung gesehen und konnte auch im Nachhinein verstehen, warum die Kate Winslet für einen Oscar nominiert wurde und Herr DiCaprio nicht. Nicht, weil er der schlechtere Schauspieler war, aber sie hatte natürlich die dramatischere Rolle letztendlich. Ja. Das war großartig. Aber auch die Synchronfassung fand ich gut. Das hat mich wirklich. Der war eine Zeit lang ja auch, glaube ich, der erfolgreichste Film hier an der Kinokasse. Aber anyway, das war jetzt nicht für mich der Punkt. Und dann eben auch von demselben Regisseur, den Avatar. Der hat mich doch sehr beeindruckt. Da fand ich auch die Geschichte, die Message so irre, dieses. Diese blauen Figuren und diese, ja, das waren so meine Filme, die mich am meisten beeindruckt haben, unabhängig von den ganzen wirklich toll gemachten, handwerklich auch toll gemachten, ganzen alten Klassikern, das wäre so eine Latte, so eine Liste, ne? Wir gucken auf eine Nachricht von Marc. Und zwar schreibt Marc, hat er schon die Serien und Filme, auch insbesondere Animes, angeschaut, in denen er mitgesprochen hat? Ich bin da kein so großer Fan von, Von ja. Animes. Bitte um Entschuldigung. Ich mache das sehr gerne, wenn die Anfragen kommen und wenn ich das dann auch spreche. Aber das ist schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig auch. Ja. Das ist eine ganz eigene Art auch. Ich versuche das so gut ich kann, aber ich gucke mir das hinterher nicht an. Bitte nicht böse sein. Na, jeder hat ja so ein bisschen seins, ne? Also ist am Ende wirklich so. Jeder kann ja auch selber entscheiden, was er dann am Ende Ja, anguckt. und wie gesagt, das ist, und wie Genau. gesagt, wenn eine Nachfrage da ist, muss auch ein Angebot kommen, aber jeder hat ja seinen persönlichen, individuellen Geschmack auch und Genau, das ist genau. ja ohne Ansehen der Person und das respektiere ich auch, ja. Auch wenn anderer Sachen, die ich toll finde, er sagt, da kann er nichts mit anfangen, dann ist das Ja. so, ne? Genau. Wir haben auch eine Sprachnachricht von Tobi geschickt bekommen. Auf die wollen wir jetzt direkt mal hören. Guck mal, was Tobi so hier bei uns in der Look Up Live-Sendung fragt. Moin Santiago, meine Frage wäre, hattest du schon mal eine Rolle, wo du dich im Nachhinein so richtig geärgert hast, dass du sie nicht bekommen hast? Und wenn ja, was war das für eine Rolle? Dass ich die nicht bekommen Also habe. wenn du bei einem Casting irgendwie warst oder so, vielleicht auch, wo du dich wirklich ins Zeug gelegt hast. Also dazu muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich einfach ein cooler Hund, weil ich das so lange mache und das gehört zum Geschäft auch dazu. Solange ich nicht weiß, ich habe die Rolle und die wollen mich haben, berührt mich das nicht. Ich gehe hin, versuche das Probesprechen so gut zu machen, wie ich kann. Es Ich gibt gar weiß, ich nichts, habe ja. auch gute Kollegen, die dann. Im Gegenteil, ich habe sogar einen Kollegen, wenn er mich schon gesehen hat, hat er gesagt: Ach, Santiago ist dabei, scheiße, habe ich ja eh keine Chance. Ich habe das große Glück gehabt, dass ich viele, viele Probesprechen gewonnen habe. Es gibt Kollegen, auch namhafte Kollegen, die sagen: Ich gehe zu keinem Probesprechen mehr, ich gewinne die einfach nicht. Aber ich kriege genug andere Anfragen und habe gut zu tun. Aber Probesprechen ist nicht mein Ding, die gewinne ich nicht. Und bei mir hält sich das eh die Waage. Also
Mal klappt's, mal klappt's nicht. Und ich beschäftige mich dann damit, wenn ich jetzt weiß, das wird jetzt eine Rolle für mich, dann geht auch der Bauch ran und dann interessiere ich mich dafür. Alles andere, das hat für mich aber auch was mit Professionalität zu tun. Was soll ich mich denn da verrückt machen, wenn ich noch gar nicht weiß, wird das was oder nicht? Klar, man kann jetzt sagen, ach, das ist eine hübsche Sache, wäre schön, wenn ich das kriegen würde. Ja. Aber wenn dann der Anruf kommt, sie sind es leider nicht geworden, oder du bist es leider nicht geworden, dann ist, macht mir das nicht viel Also keine aus. Enttäuschung also, irgendwie oder so? Nee, ich nehme mir so eine Sache nicht zu Herzen. Das wäre furchtbar, weil das passiert viel zu oft in dem Gewerbe. Wie viele Absagen hast du schon bekommen? Wie viele Zusagen? Gibt es da so eine Waage? Kann man das irgendwie sagen? Also ich glaube, ich habe eigentlich schon einen ganz guten Schnitt. Mhm. Wie gesagt, der eine Kollege, das sind ja dann mehr oder weniger, weil das ja immer eine bestimmte Stimmfarbe ist. Mhm. Es treffen sich immer dieselben Kollegen für ein bestimmtes Rollenfach oder eine bestimmte Stimmfarbe. Ne? Mhm. Okay. Und wenn man sich dann schon sieht auf dem Flur oder eben auf der Dispo sieht, ach, das sind wieder die üblichen Verdächtigen da. Mhm. Also eigentlich wünscht man auch den Kollegen viel Glück, so nach dem Motto, möge der Bessere gewinnen. Ja. Und aber ganz im Inneren hofft man natürlich, vielleicht werde ich es. Ja. Und gerade wenn es jetzt eine schöne große Kino-Hauptrolle oder so ist, das ist ja auch immer ein bisschen was fürs Renommee. Ne? Ja, ja. Aber wenn es dann halt nicht so, wie gesagt, eine Tür geht zu, eine andere Tür geht auf, das ist... Das sei ist, wie es sei. Ja, dann, oder dann ist das hier Schicksal, Kismet. Dann soll es halt nicht sein, warum auch immer. Übrigens ein guter Spruch, kann man überall anwenden, dann soll es nicht so sein. Also ist wirklich... Sollte man sich wirklich auch für andere Lebensbereiche. Ja. Manchmal ist man so hinter einer Sache her oder was und will was unbedingt. Und man merkt, es soll einfach nicht sein. Hm. Und andere Sachen, die fallen einem irgendwie plötzlich zu, ohne dass man groß was macht. Und das sind meist die Sachen, die dann auch funktionieren. Also es ist wirklich so. Ja. Wir haben noch eine Frage bekommen, und zwar von Matthias. Der schreibt uns nämlich per WhatsApp. Hallo lieber Santiago, einfache Frage, die noch nicht gefragt wurde. Wie geht's dir überhaupt? Liebe Grüße von Matthias aus Linz, Oberösterreich. Ja, vielen Dank, lieber Matthias. Es geht mir gut. Ich hoffe, das sieht man auch. Ja. Ich habe schon gesagt, also so ein Stimmungsknaller bist du. So, weißt du, die ganze Zeit positive Stimmung und immer total freundlich und immer... Ich weiß aber gar nicht, ob das ein Verdienst ist, sondern dass ich denke, das ist mein Naturell. Ich habe Glück gehabt. Ja? Es gibt ja Menschen, die sind damit nicht so gesegnet. Und die tun sich mit sich selber auch schwer, ja. Mhm. So diese berühmte Sache, nicht, ist das Glas halb voll oder halb leer? Und die Menschen, für die es dann halt immer halb leer ist. Also bei mir ist das nur noch. Ja, oder ich habe auch noch mal, ich sage nicht eine Freundin, aber eine Bekannte gehabt, wenn die mal Glück hatte oder es ging ihr gut, war ihr das nicht geheuer und sie konnte das gar nicht genießen, weil sie immer sagte, da muss noch irgendein Haken dabei sein. Sie hat dann immer nach dem Haken gesucht, bis sie irgendwas gefunden hat. Mhm. Siehst du, ich wusste doch, da ist was dabei. Mhm. Ja? Und da bin ich eigentlich das genaue Gegenteil, sondern ich will es mir und meinen Mitmenschen schön und angenehm machen und bemühe mich darum, aber ich mache das nicht gezwungenerweise, sondern ich wache morgens auf und habe gute Laune und sage, mal sehen, was der Tag so bringt und freue mich auf die eine oder andere Sache. Nur habe ich eben auch das große Glück, eben ja, mein Hobby zum Beruf gemacht zu haben und da Freude auch zu haben, was manch einer, der vielleicht arbeiten geht, nur um Geld zu verdienen und seinen Lebensunterhalt zu bestreiten, eben nicht hat. Also da weiß ich schon, dass ich auch privilegiert bin, aber ich bin mir dessen bewusst und genieße das auch und bin... Ich mag keine Leute, die dann immer alles schlecht sehen und so. Vor allen Dingen, das hilft doch nichts. Ja. Man muss Tatsachen so annehmen, wie sie sind und damit klarkommen. Ja. Es nutzt doch nichts, wenn ich dann so durch den Tag gehe, damit es keinem gedient. Und wie gesagt, du ziehst die anderen Leute um dich herum auch noch runter. Ja. Das ist doch viel besser, wenn du, wie gesagt, nicht gemacht, sondern wirklich aus einem inneren Antrieb auch und sagst, nee, mir geht's auch gut und ich freue mich und ich möchte jetzt den schönen Tag auch mit den anderen teilen und genießen wir das zusammen. Aber solche Tage gibt es auch bestimmt auch nicht nur. Also wenn wir eine freundliche Rolle synchronisieren. Nein, auch. Aber das muss ich meinen Mitmenschen nicht, da muss ich die nicht teilhaben lassen. Es reicht ja, wenn es mir dann mal dreckig geht. Oder vielleicht ziehe ich mich vielleicht mal ein bisschen zurück, gehe dann nicht so unter Leute und so. Mhm. Weil ich weiß, es geht auch wieder vorbei. Ne? Wenn du gerade mal so ein Tief hast, kommt nächsten Tag auch wieder ein Hoch. Also, aber mit deinem Job musst du ja trotzdem, wenn du jetzt zum Beispiel auf dem Zettel stehen hast, SpongeBob, heute eine freudige Folge aufnehmen, dann musst du ja trotzdem die Stimmung haben. Aber da ist wie ein Schalter da, oder wie? Ja, weiß ich nicht. Also wie gesagt, manchmal fällt es auch ein bisschen schwer. Und dann will ich mich da auch nicht zu zwingen. Aber generell oder... mehrheitlich ist es wirklich so, dass
dass ich fröhlich in den Tag gehe und dann auch abends irgendwann Licht ausmache und sage, oh, war ein schöner Tag. Eigentlich schon, weil man kann eigentlich bei jedem Tag irgendwo was Schönes finden. Hm, ja. Und so die negativen Sachen, die darf man auch nicht abspeichern, die muss man wegschieben. Ja. Und die positiven Sachen, die müssen ins Depot. Und dann hast du auch immer was, wo du darauf zurückgreifen kannst, wenn du mal einen schlechten Tag hast, erinnerst du dich an die schönen Sachen. Die sind so wichtig. Das lassen wir so als Schlusssatz für heute stehen. Wir sind nämlich schon am Ende unserer Sendung angelangt. Ja, ich habe schon gesagt, es geht so schnell um. 1,5 Stunden sind vorbei mit dir. Ja. Vielen, vielen Dank. Kann ich und wir hätten noch so viel zu erzählen. Ne? Wir hätten noch so viel. Ich hätte noch Fragen gehabt ohne Ende, aber ja. Wo wir gar nicht zu gekommen sind. Ein andermal. Machen wir dann beim nächsten Mal. Hoffentlich. Aber schön war es. Hat mir ganz viel Freude gemacht. Vielen Dank im Namen des gesamten Teams, dass du hier da warst. Bei uns allen eine große Ehre. Ich bedanke mich, dass ihr mich so toll aufgenommen habt und habe mich sehr, sehr wohl gefühlt. Wir wünschen dir alles Gute für die Zukunft. Vielen Dank an das ganze Team, an die Technik, an die Kollegen. Ja, vielen Dank auch nochmal. Und wir verabschieden uns. Ja, herzlichen vielen Dank, dass ihr da wart und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und ich hoffe, es hat euch auch ein bisschen Spaß gemacht. Tschüss. Uns auf jeden Fall. Also vielen Dank.